Servus, herzlich willkommen. Ich melde mich doch noch mal im alten Jahr. Ihr seht das Video aber erst im neuen Jahr. Jetzt einmal noch beim Partnerbetrieb gucken, was die Schweinchen machen. Die schlafen glücklich, satt und zufrieden. Sind schon sehr gut genährt, wie man sieht. Denn die kriegen ja tolles Futter und ist ausreichend. Nicht umsonst haben wir so gute Marmorierung im Fleisch. Und die kommen ja auch bei euch gut an, die Fütterung. Jo, jetzt gibt es ein wenig Beschäftigungsmaterial, ein bisschen Raufutter. Das sorgt dafür, dass man auch noch den Getreideschrot besser verwerten kann im Tier. Und wie schon gesagt, besser können dich die Tiere auch nicht halten. Deswegen haben wir uns einfach mit dem Kooperationspartner zusammengeschlossen. Sind wir sehr, sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung. Denn wir haben die beste Qualität, die wir uns vorstellen können. In der besten Haltungsstufe. Offener Kniemastall. Was willst du mehr? Sau, was willst du mehr? So, viel Spaß ihr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Denn im Januar ist die nächste Charge wieder dran. Ihr werdet Mitte Januar dann rechtzeitig auch Bescheid kriegen, natürlich bei uns, dass unser Shop wieder mit frischen und besten Produkten vom schwäbisch-hessischen Strohschwein aus artgerechter regionaler Haltung gefüllt ist. Bis dahin, habe die Ehre. So, Silvesternachmittag, 31. Dezember, weil wir gerade Regenpause haben und tropisch gefühlte 14 Grad, nutzen wir einfach mal die Regenpause und schieben da mit dem Hoflader mal kurz ab. Damit diese ganze Barz, der jetzt wie größtenteils Wasser ist, durch diesen vielen Niederschlag einfach mal wegkommt, dass wir sauber ins neue Jahr starten, auch bei den Rindern. Ja, da hinten haben wir das Problem, dass es da eben von der Seite rein weht vom Regen und dann auch von den Rindern mit festgetreten wird. Also das können wir zum größten Teil damit rausnehmen, denn das ist einfach vollgesaugt, das ist nix. Das ist, ja, wie man so merkt, wie so ein Schwamm. Da läuft das Wasser rein. Von hinten tut es dann Übriges, läuft auch ein bisschen Wasser dazu. Da wird es etwas trockener. Und im trockenen Bereich können wir dann wieder einstreuen. Das verteilen sie eh wieder selbstständig nach vorn. Also, weil wir jetzt genug zu tun haben, heißt es jetzt mal Attacke. Frieren muss man heute nicht, das ist wirklich extrem warm. Und dann machen wir hier mal klar Schiff. Schauen erstmal, dass wir das Flüssige wegkriegen. Und dann eben die festen Sachen. Und dann ist das wieder schick fürs neue Jahr. Jo, jetzt ein Rinderauslauf, einmal schön gesäubert, auch gespült. Das war ja Wahnsinn, das flüssige Zeug, das kriegt man nicht mehr geschoben. Das flüssige Zeug muss ich dann rausspülen. Jetzt ist wieder schick, die Strommatratze ist eingestreut. Positiv stimmt mich, dass bei dem warmen Wetter jetzt die nächsten Tage trocken bleiben soll. Also die nächsten 4 Tage sind gerade auf der App als trocken angekündigt gewesen. Deswegen schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssen noch beide Herden mit Futter versorgt werden. Jungvieh kriegt einmal heute Heu. Mutterkühe kriegen einmal heute Silage. Silage? Silage. Über Schweizer Betonung, ne? Und so, dann rein. Den Bart wieder frei von Kudung waschen. Und dann Silvester feiern mit der Family. Also, Attacke, wird Zeit. So, sieht man was? Sieht man was. Meine Lieben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ne? Bei uns ist jetzt zum Glück keine Böllerei. Also sind wir da schon mal safe. Denn ja, Böllern ist halt weder für die Umwelt noch für die Tiere geil. Und reine Böller, also nur Krach, macht auch gar keinen Sinn. Feuerwerk, naja gut, da bin ich schon eher empfänglich. Aber dann vielleicht zentral, sodass viele Menschen was davon haben, muss ja nicht jeder sein eigenes haben. Wozu auch? Tja, ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht, wenn ihr es seht, ist es ja schon geschehen. Herzlich willkommen im Jahr 23. Ich denke, ich werde mich da morgen wieder rühren. Bei Helligkeit. Ich muss jetzt auf der Rückfahrt im Traktor. Da habe ich noch eine kleine Story. Die werde ich euch jetzt gleich noch erzählen. Meine kleine Story. Ganz kurz. Morgen werde ich wieder an den Betrieb fahren. Bei dem es so ausschaut, als würde es derjenige welche werden. Mehr verrate ich mal noch nicht. Ich wollte euch bloß mal sagen, dass es da positive Tendenzen gibt. Ich habe das die letzten Tage auch noch bei anderen angeschaut und auch noch bei anderen angeboten gekriegt, noch bei anderen durchgesprochen und geplant und ganz schnell rausgefunden, was taugt für mich, für uns oder auch nicht. Und ihr seht ja gar nichts. Und so, haha. Ja, genau. Und deswegen fahre ich da morgen nochmal hin. Es geht jetzt ein bisschen ins detailliertere Planen und Schauen. Und wenn dieses Treffen dann morgen auch positiv ist,
dann werden wir dann mal in die Planung einsteigen. So, seid gespannt. Ich bin's auch. Ich freue mich wie Bolle. Das ist eigentlich sehr schön, dass jetzt kurz vor Jahreswechsel nochmal eine positive Tendenz zu erkennen ist. Denn 22 hätte uns fast alles gekostet. Also sei es finanziell noch sonst was. Da ja, hat es uns übel mitgespielt, das Schicksal. Weil war ja auch das mit dieser Absage von dem anderen geplanten Hof. Und deswegen waren hier jede Menge Fehlentscheidungen getätigt worden, die uns fast ja, den ganzen Mist gekostet hätten, sodass wir hätten aufgeben müssen. Aber das Jahr ist rum und wir sind immer noch da. Hervorragend! Nächstes Jahr, unser Jahr, habe ich ja bereits im Stream schon gesagt, also wer das Jahr für sich proklamiert hat, sorry, ihr könnt 24 haben, 23 ist das Hammerjahr. Also, jetzt noch letzte Tätigkeit für dieses Jahr, die Mutterkühe wieder hochlassen am Fressplatz, Licht aus, Schuhe aus, abduschen und dann ist das Jahr offiziell vorbei. So, jetzt aber wirklich, ich hier nochmal, wirklich bei der letzten Tätigkeit des Jahres, gerade nochmal die Mutterkühe hochlassen auf den frisch gepflegten Platz. Naja, frisch gepflegt ist jetzt relativ, da wird schon wieder alles rumgeschmissen. Schade, schade. Diesmal sogar ja, mit Wasser nachgespült, runtergewaschen den Platz. Denn jetzt soll es ja trocken bleiben. Und dann. Hey! Mein Gott, das fliegen wir nochmal vor. Hey! Wie fährt der Spack? Das Bullen nicht normal fressen können, ne? Typisch, Hugo. Naja. Euch auch einen guten Rutsch, ihr Zipfelklatsche. Da seht ihr mal, wie schön sauber das jetzt ist. Gespült, gewienert, tipptopp. Hinten neu eingestreut. Da jetzt inzwischen auch, dank Hugo. Aber die fressen ein bisschen frisch runter, fallen gleich weg. Gott sei Dank, sonst hätten wir da den ganzen Schlamm schon wieder drin. Ja, da hinten, wie gesagt, frisch eingestreut. Alles gesäubert, gespült. Oh, ich liebe es, wenn es sauber ist. Jetzt aber wirklich Feierabend. Gute Nacht, ihr Spargos. Mein Gott, ey. Dass man sich immer so auffüllen muss. Schau, wie du ausschaust. Schau, wie du ausschaust. Du bist ein Spinne. Mein Gott. Bist du ein Spinne. Typisch Bulle. Immer erst in diese Ballen hämmern, ne? Lieber mache ich mal einen TikTok. Essen wie Hochlandbulle. Dann brauchen wir aber einen Nasssauger drin. Dann haben wir es ziemlich schmutzig in der Küche. So, jetzt aber AD 22. Gleich geht's weiter mit 23. So, das erste Mal dieses Jahr den Kamera-Knopf gedrückt zur Aufnahme. Herzlich willkommen im Jahr 23 und ein gutes neues Jahr euch auf dem Weg auch nochmal. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Bei uns war es sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt, aber das ist auch gut so. Denn Highlife und Heckmeck habe ich aktuell keinen Bock. Schauen wir mal gut, wie es die Viecherei überstanden hat. Servus miteinander, ein gutes Neues. Und dann schieben wir jetzt da einmal schnell händisch durch. Dann hat man nicht immer so viel auf einmal, was man mit dem Hofleiter fahren muss. Montag 23. Deswegen arbeiten wir heute gleich und die Jungviehgruppe braucht frisches Wasser im Tränkefass. Deswegen kennen wir ja den Dreipunkt angebaut, Dreipunkt Kupplungshalter, dass wir den auch super transportieren können. Den Weidefass, ne? Ja, Stress, liebe Leute, Stress, die Hofsuche.
haut voll mit rein. Und zwar sind wir, ich habe es glaube ich im letzten Video schon gesagt, drauf und dran, oder nee, am Anfang des Videos habe ich gesagt, drauf und dran, die richtige, für uns wahrscheinlich richtige Maßnahme zu ergreifen. Und ja, dafür gibt es jetzt natürlich Regelungsbedarf. Dieser Regelungsbedarf, ihr seht, geht die ganze Zeit nonstop telefonisch. Und ja, muss jetzt schnell vonstatten gehen, denn die ersten Anträge, Urlaubanträge, die müssen ja im Januar schon fertig gemacht werden. Das sind ja Abgabefristen. Und deswegen jetzt schnell sein, denn so wie es abzeichnet, wird es das. Und dann müssen wir da Gas geben, dass wir da auch kein Geld verschenken. Ja, E-Mails kriege ich jede Menge, auch zur Hofsuche, vielen Dank dafür. Auch wie immer diese Nachfragen, wir würden gerne Highlands halten, wie sollen wir es machen, können wir Fragen stellen. Da bitte nicht böse sein, bitte absolut nicht böse sein, wenn ich aktuell da nicht zurückschreibe. Dafür haben wir überhaupt keine Zeit momentan. Das ist kein böser Wille von mir, würde ich sehr gerne beantworten, habe ich aber keine Zeit, sorry. Was wir aber planen, ist dann an der neuen Hofstelle eventuell Weidehaltungsseminare zu geben. Das heißt, da haben wir dann geballte Vorträge, geballten Austausch und natürlich auch vielleicht eine kleine Verköstigung mit dabei. So, der Gedankengang ist aber noch nicht spruchreif, aber vielleicht könnt ihr euch bis dahin noch gedulden. Und ja, das werden wir dann dementsprechend verkünden und auch zur Anmeldung auf der Webseite bereitstellen. Aber aktuell bitte nicht böse sein, ich kann diese Anfragen aktuell nicht stellen. Sorry. Das ist total easy. Hochkurbel, fertig. Also es funktioniert fast besser als mit dem Polaris, machen wir das auch. Da schnell die Federtore abmachen und quasi vom Zaun entkoppeln und an den Hänger befestigen. Keile raus und schon geht's ab, die wilde Fahrt. Also fällt mir ganz gut. Das ist, denke ich, gute Improvisation, die wie alle Improvisationen hervorragend hält und dauerhaft bleibt. So, jetzt einmal noch den Originalzaun zuschließen. Dann können wir da nämlich abhauen. Wie man so hört, es ist Saft drauf. Das ist gut. Dann binden wir jetzt einfach da drüben ein. Dann können wir kurz ablegen. Dann noch den Fuß hochklappen. Schauen Sie mir das mal so. Bang, bang. So. Ich muss hier nichts halten. Also wie man hört, es ist Saft drauf, weil man Sonnenschein hat die letzten Tage. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir sind hinten verwickelt in einen Vorfall. Also, wir haben einen Wurm. So, da mal schnell volllaufen lassen, das Fessel. Ich meine, das dauert nicht lang. Da ist ja nicht viel drin und es hält immer so eine Woche ungefähr bei den Hunden. Jo, da machen wir heute hier mal Schluss bei dem Video. Das war der erste Vlog im Jahr 2023. Gebt dem Video den Daumen nach oben. Wenn ihr was wissen wollt, Kommentar drunter. Ich und wir schauen ja immer, dass wir alles beantworten, so gut als möglich, bis die Zeit eben auch erlaubt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder in alter Frische zum zweiten Vlog 2023. Bis dahin, Servus und Ade. When I shine, oh, I'm a country.